So, und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Wir haben das letzte Mal die Raketenbasis beendet. Die Raketenbasis... Leider wurden Raketen doch noch abgefeuert. Und ja... Selfie und die anderen konnten sich nicht retten. Und jetzt sind wir mit Scrollen den anderen hier und gucken gerade, was wir lernen können. Ja, behandeln ist gut. Du erlernst, ja. Das finde ich erstmal wichtiger, dass man sowas hat. Rauben fand ich richtig wichtig. Und du lernst. Warum lernst du das? Ernsthaft. Ich bin überlegen, Magie. Ja doch, Magiekopplung. Lass mal eben kurz gucken, Abilities. Zauberwandler, aber da irgendwas. Wall. Ja, nee, das macht nicht wirklich viel Sinn. Itemwandler. Waffe Unique können wir uns auch gleich mal anschauen. Ja, Weihwasser. Weihwasser auch nicht wirklich wichtig. Da können wir nichts machen, haben wir nichts für. Bio, Stein, Schweigen. Bio 20, ja, ist eigentlich auch nicht verkehrt, genau wie Schlaf 20. Augentropfen. Ja, richtige gute Items erhalten wir erst mit der Zeit. Von daher. Ja, okay, das wäre jetzt auch nicht verkehrt oder so. Würden wir uns erstmal richtig später für Zeit für nehmen. Ja, Vita halt. Tod. Hoho. Ich sag euch, Tod in Kombination mit. Boah, da will ich später, muss ich gucken, dass ich noch definitiv ein paar Sägezähne bekomme. Weil Tote ihn gekoppelt in der Waffe hat man erstmal keine Probleme mehr. Für den Anfang zumindest. Ja, das wäre Aero, wenn ihr das wissen wollt. Also jetzt, was da gerade abgebildet war. Erstmal heilen. Weil ich sehe doch ein bisschen. Schwach aus. Was ich jetzt meinte mit Aero, also mit Tauerwind da, diese Windsteine, ich wäre Aero gewesen. Bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Tempo, Tempo! Haben die Irrigation schon begonnen? Findet Direktor Zit, egal, lebendig oder tot! Los, los, fangt Direktor Zit! Den Direktor? Hier muss man eben kurz was nachgucken. Okay, habe ich so eingestellt. Los, fang Direktor. Shit. Was ist denn hier los, dass die auf einmal einen Direktor fangen wollen? Mysteriös. Auch gleich jetzt zu einem unpassenden Zeitpunkt. Das wollen wir nochmal auf der Spur gehen, oder? Zumindest finde ich das so. Was ist hier los? Pro Master oder pro Zit? Wie? Antwort pro Master oder pro Zit, frage ich. Ich verstehe nicht. Schwört auf Eid von Master Nork. Was für ein Schwachsinn. Am besten wir anfangen, ja? Ja, ich leite mein Eid. Wir sind pro Master. Gut, du, Direktor Zit, Tempo. All die Schüler leisten Widerstand. Überwältigt sie einfach. Warum ich das jetzt so mache? Weil das erspart uns jetzt erstmal gewaltigen Ärger. Bis zu einem bestimmten Punkt. Weil wir erstmal rausfinden wollen, was los ist. Und das können wir halt wirklich am besten machen. Vor allem in Ruhe auch. Mit Pro Master. Pro Zit kriegen wir dann fast nur Schwierigkeiten. Deswegen. Deswegen fange ich immer jetzt mit Pro Master an. Hey, du bist mal zurück. Was ist hier los? Am Anfang sagten sie mal was von einer Cheatjagd.
Jetzt bekämpfen sich mal die Prozess und Pro-Master gegenseitig. Konfusion. Grund unbekannt. Wir von Ordnungsdienst finden das mal zum Heulen. Die ganze Arbeit war mal umsonst. Siegjagd? Was soll das heißen? Was ist mit Direktor Zitt? Wir wissen mal da gar nicht. Wir müssen Direktor Zitt etwas Wichtiges mitteilen. Hier ist es zu gefährlich, Raketen werden gleich einschlagen. Wir müssen mal fliehen. Tritt einfach. Alleine fliehen ist mal feige. Wir müssen mal die anderen warnen. Es ist mal nicht die Zeit für einen Streit. Ich glaube, mal ist ein Lieblingswort. Wir gehen Direktor Zitt suchen. Aufpassen. Im gesamten Gebäude finden mal Kämpfe statt. Vorsicht vor den Pro-Masters. Die machen mal Jagd auf Zitt. Und was ist mit euch? Pro-Zitt? Wir sind auf keiner Seite. Wir sind mal sowieso Pro-Cypher. Cypher ist auf die Seite der Hexe. Findet ihr das etwa okay? Jetzt muss ich kurz was koppeln. Scroll hat er es auch. Koppeln. Zauber. Aqua. Und das Element. Dann hat... Ich hoffe, du hast genug von den Koppeln. Zauber. Jei. Du willst es gar nicht, oder? Ja. Zauber. Scroll. Tue ich jetzt ungern ihm geben, aber es muss sein. Wo habe ich es denn? Es ist gekoppelt. Wo ist was ich mache? Ordnen. Heilung, Angriff, indirekt. Tausch. Schlaf. Alles geben. Aber ganz ehrlich, ich muss es mal echt sortieren. Immer Heilung, Angriff, indirekt mache ich immer. Kann man einen besseren Überblick. Und Renor braucht dringend mal ein paar Zauber. warte mal, ich konnte noch Abilities. Zustandswandler. Wo hatten wir Schlaf? Weil ich dringend Schlaf brauche, hat mich auch seinen Grund. Werdet ihr, glaube ich, Laufe der Zeit eh sehen. Koppeln, Zauber. Tobsucht, Schlaf. Und das hier ist halt, um sich selber zu schützen. Daher ist das schon manchmal sehr praktisch. Mann, die sind aber wirklich weit gekommen in dem Part schon. Kein bisschen. Oh, guck mal, Zitt Level 8. Na gut, wir können locker bis Zitt Level welches Level war es wohl? Habe ich nicht wirklich drauf geachtet. 18 machen. Denn immer das Level von dem Chef. Also soll Datenchef, also Anführer der Gruppe, entscheidet das Level. Geht töricht herum, macht sie nieder. Hey ihr da, ihr helft mit in die Stellung einzunehmen. Schluss mit Pro Master. Jetzt ist Schluss mit Pro Master. Seid ihr etwa pro Zit? Ja, weil wir müssen jetzt eh überhin die Leute ansprechen, von daher... Obwohl eigentlich bringt überhaupt nicht Pro-Master zu sein, wenn ich ehrlich bin.
Ach komm, ey. Das Vieh können wir ganz schnell so killen. Wollen euch die Monster holen. Ja. Denn jetzt haben wir das Problem. Jetzt kommen die Monster auf uns zu. Und das Schöne ist, mit Zell können wir schön die Gegner einschlafen lassen. Und das ist halt wirklich sehr praktisch, weil das ja man bestimmt, bei bestimmten Monster wohl brauchen. Ah, guck mal, haben wir unser Schlafpuder wieder, weil wir gerade verschwendet haben. Schön. Ja, hier kommen natürlich auch viele Monster. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust zu, obwohl sind Erfahrungspunkte. Ist ja schwachsinnig, die Erfahrungspunkte nicht mitzunehmen, ne? Warum darf er nochmal angreifen? Das finde ich aber gar nicht nett. Komm, Rinoa, töte dieses Vieh. Danke. Die anderen schlafen noch eine Runde. Und auf einmal wachen die auf. Warum nicht? Schlafpuder. Ich bin froh, wenn wir Raupen haben, weil dann können wir den Gegner direkt die ganzen Items klauen und Schaden machen. Ich liebe Raupen. Das ist schon praktisch. Puh, danke. Der Direktor ist nicht hier. Wir sollten nur so tun, als sei er hier. Wir halten hier die Stellung. Die haben Mutter auf ihrer Seite. Wenn die alle auf einmal angreifen, hätten nicht mal wir Zeit eine Chance. Der Plan lautet, den Feind zerstreuen und ihm einen Halt zu bieten und fernzuhalten. Keine Ahnung. Naja, stand nicht von mir der Plan. Von wem? Von Xiao. Als der Tumult hier begann, hat sie sofort die Initiative ergriffen. Gib mir Belohnung. Gib mir was. Schenk mir was. Puh, danke. Schenk du mir was. Das ist nicht hier. Schenk mir was, habe ich gesagt. Heißt wohl, ich werde durchhalten, genau wie die anderen zieht. Schenkst du mir was? Hier ist für dich. Wow, danke. Mega Phönix. Oh yeah. Nein, ist niemand. Mega Phönix, wenn wir das jetzt umwandeln würden. Ich glaube in Heil? Zeit oder Lebens müsste das sein. Nee, dann war es Leben. Richtig. Was? Zustand? Das kann man umwandeln. Hitze, Zeit, Zustand. Wollt ihr mich verarschen? Okay, ich hatte eigentlich eher in Erinnerung, wenn man es bestimmt mal hat, könnte man das in Erdengel, dass man das eigentlich in Erdengel umwandeln könnte. Anscheinend nicht. Hm, komisch. Aber ist schon ziemlich, ja, wo laufe ich da gerade hin? Ich habe keine Ahnung. Ich will doch da durch, lach mich doch einfach mal nur durch. Ja, das Problem ist, hier kommen jetzt leider auch ab sofort Gegner. Als Pro Master kämen keine Gegner. Nur als Pro Zit. Das ist halt ein bisschen nervtötend. Und wir müssen jetzt wirklich in jedes Gebiet rein und zu gucken. Um die Leute halt zu helfen, die in Schwierigkeiten sind. Oh, mein Arm. Mein Arm.
Eigentlich will ich ungern fliehen. Deswegen fliehen wir auch nicht. Deswegen beschwöre ich jetzt auch Shiva. Ja. Das Blöde ist, hier würde Ifrit echt keinen Sinn machen. Er würde ja die Gegner heilen. Puh, ich dachte jetzt schon wieder scheiß X machen wir eine Strichrechnung. Auch wenn er wahrscheinlich ein bisschen übertrieben sein wird mit den Schaden. Aber das ist die Sicherheit. Hihi. Zaubersplitter. Weil kann ich ja auch später mal sagen, was ich mit Tod vorhabe. Wenn ich das 100 Mal habe, in Elementkopplung, dann will ich manche Gegner One-Hit K.O. Eigentlich fast jeder. Da sind sie, die Prozits. Das sind auch Unterstufler. Natürlich wollen wir helfen. Weh. So, Mist, ich konnte sie nicht in Sicherheit bringen. Ich werde mitkämpfen. Hahaha, da reißt jemand mal auf. Wer mich unterschätzt, wird es bereuen. Ich drehe nicht umsonst jeden Tag meinen Runden. Ja, das ist der Junge, der mich am Anfang mit dem Kartenspielen ziemlich blamiert hat. Du kleiner Scheißer! Helfen! Ich bin jetzt euer Gegner. Du bist wohl ein Prozess. Und da man ja nicht weiß, was für Gegner alles kommen könnten. Oh ja, genau das habe ich befürchtet. Deswegen habe ich gesagt, schlaf. Ihr widersetzt euch, Snork. Obwohl, ey, die müssen eigentlich früher gegen Boden schwach sein. Deswegen hat Cell auch von mir Schlaf bekommen in der Waffe. Damit er mir ja das Vieh einschläfern kann. Denn das, boah, ist scheiße. Auch ehrlich jetzt. Das war jetzt nicht fair. Das war ein guter Schaden. Ihr seht, Arschedino und Dino macht schon Schaden. Danke, hier können wir es in Ruhe umknüppeln. Ich meine aber, die beiden auch gut Schaden machen müssen. Wenn das X nicht überstören würde. Ist doch nicht schwer, oder? Ey, bei dieser Aufnahmetechnik mag mich das X anscheinend überhaupt nicht. Ja. Gut, dass das Vieh schläft. Ifrit. Los, Shiva. Oh, das war mal richtig guter Lauf. Ja, das hat weh, wa? Das hat richtig viel weh. Ach nö.
Ups, du bist doof. Frank? Nee, nee, nee. Und so ein scheiß Dino hat extrem viel HP. Oh, hier, Tunnel darf sogar vor Shiva. Oh, du X, fick dich. X, fick dich ins Knie, ganz toll. Ich mag das X nicht, das X mobbt mich. Mal, dass ich wieder einen guten Lauf mit Shiva habe. Ich wollte gar nicht fliehen. Ich verschwinde. Komm, Dino stirbt endlich, beiß ins Gras. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Mann, oh. Ich hasse diese Feature. Manu, der Pate hat schon Überlängen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich den... Oh, ich glaube, der ist wieder wach, oder? Komm, Shiva, gib mir am besten direkt den Gnadenstoß. Ich habe gerade echt gedacht, ich drücke jetzt während X. Das Vieh kackt nicht ab. Ich hasse diese Dinos. Und ja, er ist wieder wach. Mist. Strich durch die Rechnung. Bist du tot? Wie das Vieh nicht verrecken will. Härter als so mancher Boss. Oh Mann. Das ist extrem ärgerlich gerade. Oh, ich hasse das X. Ich wollte keinen so langen Part haben. Boah. Nervt das.
Aber immerhin haben wir den Kampf recht. Naja. Ernsthaft? Du blöder Arschidiot, kack endlich ab, dich mag keiner. Wie wurde von deiner Familie in diesem Wald ausgesetzt? So. Shiva, bitte töte es. Oh, du dummes X, verpiss dich bitte mal. Immerhin, wow, ein bisschen. Ich hasse diese Dinos. Ich hasse sie. Danke. Wuhu! Es ist endlich tot. Ich würde sagen, wie es weitergeht, das werden wir im nächsten Part von Final Fantasy 18. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.